Schönen guten Abend, Deutschland, Österreich und die Schweiz. Herzlich willkommen, Böblingen, zu einer neuen Ausgabe von 50 Fragen zu Unterhaltung mit Bram und Christian, Peter und Jay. Hallo, Thomas Gottsch. Hallo. Ja, das war Thomas Gottsch. Das passt ja auch. Ja, wie kommst du denn auf Böblingen? Er war da immer, wenn das war, warum auch immer. In Böblingen. Weil die günstige Studios hatten wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Wo ist das denn? Ah, so da ist das. Das ist in der Nähe von Mainz, oder? Nee, das ist in der südwestlich von Stuttgart ist das. Ich hoffe, die Frage kommt heute. Wir machen 50 Fragen zur Unterhaltungsbranche. Bei Bitte lass da die Frage kommen, wo das immer aufgezeichnet wurde. Gesendet, nicht aufgezeichnet. Ja, Mallorca, oder? Ja, eine Stehkampfarena. Die haben da einfach so ein fettes Studio? Na, die haben das ja immer in diesen, wie heißt das, die Messehallen gemacht, weil das einfach viel zu klein war, sonst ja, aber die, anderen Studios. Ach so. Die müssen ja auch etwas außerhalb sein, sonst wäre die Miete zu krass. Also in Köln sind die Studios ja auch nicht direkt mitten in Köln, sondern irgendwo in Hürth oder so. Schon. Da quasi die Stuttgarter Messe ja, sind von den Öffentlich-Rechtlichen ist das ja kein Problem. Wusstet ihr nicht, dass Wetten, dass so eine Art Traveling Circus war, dass die jedes Mal woanders waren? Nee. Nein. Echt? Jedes Mal? Ja, keine Ahnung, das ist doch Quatsch, oder? Hatte ich nicht mehr am Schirm. Also ich weiß nur, dass wir zwischen Mallorca gependelt sind und Deutschland. Naja, okay, deswegen war das auch so teuer. vielleicht kommt die Frage auch diesmal. Lucy und Lalena haben das diesmal in einer Koop zusammen vorbereitet. Nee. Und das ist in 5 Kategorien unterteilt. 5 Sendungen waren in Basel, Alter. Bitte ja, von wegen immer getravelt. Aber nicht mehr hier Wetten, das Artikel durchlesen, das könnte euch Vorteile haben. Ja, das ist doch keine Unterhaltung. Es gibt Film und Fernsehen, 10 Fragen. Nicht, wenn Wetten, das kommt. So. Dann geht's zu Gaming, also das gehört auch dazu. Dann gehen wir zu Literatur. Schlecht. Dann oh Musik. Mein Gott. Oh und dann mein Gott. YouTube und Twitch als die letzten 10. Okay. Fragen. Auf und wir ab machen, heute. Wir machen also nur 20 Fragen heute zur Unterhaltungsbranche. 30. Ja, aber wieso denn Literatur? Wir können ja auch gute, also hier Frank Herbert, den lese ich aktuell. Okay. Der hat so ein kleines Werk geschrieben, das heißt Dune. Das sagt mir was, ja. Guck mal. Ich würde sagen, wir gehen direkt rein in die erste Frage und die lautet, also aus der Kategorie Film und Fernsehen, da sind wir jetzt. Buzzer-Frage, in welchem Marvel-Film spielt Daniel Brühl den Antagonisten? The Civil War. Ja, genau. Sehr gut. Sehr gut. Frage 2. Wo arbeitet denn Hank, der Schwager von Walter White aus Peter? Bei der Polizei. Das ist doch im weitesten Sinne ist das bei der Polizei. DIA. Oh nein. Das ist auch falsch. Das ist falsch. Ja, den Drogending. Ja, aber das ist nicht DIA. Das ist doch nicht DIA. Das ist die DEA. Genau, ja, die Drug Enforcement Administration. Ich dachte, Agency heißt es, aber gut. Naja. Ja, ist im weitesten Sinne Polizei, aber es hat mit Drogen zu tun und das ist ja schon wichtig für die Serie. Direkt wieder, ne? Ja, ja. Kommt in mein Büchlein. Aber immerhin hast du mittlerweile eins. Ja, ja, das hilft mir gleich bei dem Thema Literatur. Hast du dir auch so ein Death Note geholt? Schreibst du da auch Sachen über dich rein, Peter? Oder sind deine Versagen nicht notierwürdig? Gibt es ja nicht. Deine Versagen. Okay. Frage 3. Gibt es ja nicht. Mann, das lass uns selbst mal lachen. Frage 3. Wie heißt denn der Hausmeister aus Jay? Krause. Was? Inka Bause? Krause, Hausmeister Krause. Ach so. Nein. Ja, wie heißt denn der nochmal? Die zwei Experten haben immer noch nicht gedrückt. Ja. Wie heißt Der hieß ja nicht nur Hausmeister? Nein. Nee, der hat einen Namen. Der Hausmeister aus Scrubs, der ist gesucht. Das wird natürlich immer verarscht und irgendwann in den letzten Staffeln gibt es dann, glaube ich, den echten Namen oder so. Ich dachte, wir reden von Unterhaltung. Warum reden wir dann über Scrubs? Hat Domi die Frage geschrieben oder? Naja. Wie hieß der? Naja, dann würden wir ja hier 10 Fragen zu Nvidia noch haben. Also das macht das sagt er. Kimble. Ich sag Kimble. Nein. Aber er sagt so hieß Kimble. Kimble hieß der bei Auf der Flucht. Genau, bei Auf der Flucht. Ja, scheiße. Aber wie er sagt doch einmal, er heißt Jan, wegen Jan Itor. Aber
wie ist nochmal der fucking richtige Name? Ja, aber im Deutschen sagt er dann, ich bin Dr. House-Meister. Ja, genau. Während auf der Tafel Jan Itor steht. Ja. Haben wir mal gut übersetzt. Ja, okay, und er selber heißt... Ach, wie hieß der? Ich weiß gar nicht, ob die das überhaupt jemals in der Serie... Also seine Frau heißt Lady und der Bruder von Lady heißt Typ. 5, 4, 3, 2, 1 Und ich schließe die Frage, der heißt Glenn Matthews. Ja, yo. Glenn Matthews, ja genau. Stimmt. Tja. Frage 4, theoretisch macht es Sinn, dass ihr euch die erstmal komplett anhört, aber ihr könnt auch schon vorher buzzern, aber dann muss es auch korrekt sein natürlich. Vervollständigt dieses Herr der Ringe Zitat. Erwartet mein Kommen beim ersten Licht des... Dritten Tages gehen Osten. Nee. Erwartet mein Kommen beim ersten Licht des Tages. Bei Sonnenaufgang schaut nach Okay, Killer. Doch am Arsch. Dritten und Osten. Nein. Ach, scheiße. Brammen. Fünften und Osten. Ja, das ist richtig. Ach, erwartet mein Licht am fünften Tag. Geschaut gehen Osten. So war das irgendwie hier. Ja. Deswegen habe ich gesagt, hört es euch jetzt komplett an. Bram, hättest du am Anfang Fünfter gesagt, hätte ich es trotzdem nicht gelten lassen, weil das Zitat falsch war. Ja, ist ja auch in Ordnung. Ist ja okay. Schreibe ich das Buch von Peter. Ja, weil Peter kann sich gleich ins Buch schreiben, dass ich jetzt strenger werde. Ich lasse mir hier nicht mal auf der Nase rumfangen. Ne? Ja. Sag doch überhaupt nichts. Also keine Ben-Strenge. Da bin ich ja mal sehr gespannt. Aber knapp darunter. Ich erwarte... Nee, das andere, mach Michael. Nee, der kommt später. Wobei, wenn du Michael machst, könntest du auch eigentlich so, ich machen einfach nur. Wir gehen zu Frage 5, das ist eine Schätzfrage, ihr dürft also eintippen. Okay. Und das wird jetzt interessant, weil ich hoffe, ihr habt alle zugehört. Wann wurden denn zum ersten Mal die Oscars verliehen? Oh, zugehört? Scheiße, mir reicht das nochmal. Ja. War das da? Moment, scheiße, ja, aber das war... Wieso denn zugehört? Ja, da warst du bei Spotted, gesprochen. Warst du nicht dabei. Das war letztens bei Spotted. Ja, das ist ja super. Ich nicht zugehört. Oh, das konnte ich, dann habt ihr bestimmt, das habt ihr bestimmt gehabt, als ihr offline wart. War das so? Scheiße. Oh Mann, stich mich noch mehr in die Wunde. Boah, ich hab keine Ahnung. Vor allem Christian lacht, der hat bald dasselbe Internet. Ja, nee, ich hab zwei Leitungen. Echt? Okay, echt? Das ist gut. Ja, ich lege mir die, sowohl die, ich lege mir die Kupferleitung natürlich, die horrend teuer ist, und die Kabelleitung. Okay. Ja. Beides scheiße. Aber es ist ein selber Anbieter. Das erste Telefonat hieß es, wir können ihnen 16 Mbit anbieten, wo ich mir dachte, okay. Aber ja, selbst das können die dann nicht komplett liefern. Ich sag's nur schon, ich war nicht schon mal vor. Alle haben eingeloggt, und die früheste Schätzung kommt von Jay, 1920. Peter sagt 1922, dann machen wir einen Sprung zu Christian, 1952. Und Bram sagt 1954. Ich dachte, wir hätten jetzt 75 Jahre gehabt. Es gab doch schon Disney-Ehren-Oscars. Haben wir das bei dem Spotted auch nicht irgendwie rechts so bei auf 3 Uhr eingeordnet? Aber vielleicht war das falsch. Aber stimmt. Was ist denn da für eine Jahreszahl? Das war 1926, ich erinnere mich. Scheiße. Ich will nochmal umändern. Ja, das könnt ihr jetzt nicht mehr. Die richtige Antwort ist 1929. Okay. Ich dich erinnert. Ich habe irgendwie 6 im Kopf. Ja, umgedreht. Du hast auf den Kopf geguckt. Frage 6. Wieder buzzern. Warum bewirbt sich der ehemalige Häftling Seki oder Seki, Z-E-K-I, im Film Fuck You Goethe als Lehrer einer da ist irgendwie so ein Banküberfall mal gewesen. Da ist dann irgendwie unter der Turnhalle oder so bauen die einen Tunnel, die wollen die Bank ausrauben und da wollen die, glaube ich, einen Tunnel unter der Bank, unter der Turnhalle oder so graben. Noch strenger, Andi. Die wollen keinen Tunnel da graben. Ja, okay, dann haben sie da was vergraben und dann müssen sie da draus graben. Genau, das ist es. Das erbeutete Geld ist bereits auf dem Schulgelände vergraben und zwar genau unter der Turnhalle. Okay, wie kommt das Geld denn unter die Turnhalle? Die wird darauf gebaut. Also sie haben es da vergraben, natürlich. Dann wird die da drauf gebaut. Also eine Turnhalle wird natürlich, da wird auch nicht tief gegraben. Nee, also, da gibt es kein Fundament oder so. Ist nicht so, dass die irgendwie 5 Meter Loch buddeln, sondern... Das ist deutsche Produktion, weil der Wartest. Meinst du da... Die amerikanische von Michael Bay, die hätten einfach alles weggesprengt.
Es ist ultra unrealistisch, weil in Deutschland werden keine Turnhallen gebaut, sondern die werden einfach so lange verrotten lassen, bis dir die Decke auf den Kopf fällt. Die Schüler in dieser Schule sind eh viel zu klug für die deutschen Schüler. Nee. Also bei mir in der Realschule wurde eine gebaut, während ich sogar Schüler war. Unsere Turnhalle war super. Echt? Bei uns haben die so eine Zwischen, so ein Netz reingehängt, damit, wenn die Platten von der Decke fallen, die nicht direkt auf die Leute fallen, sondern im Netz landen. Die Ghetto-Stories wieder. Und wir haben dann immer schön irgendwo einen Ball gegen geballert. Aber das wissen viele auch gar nicht an, die waren Bratislava auf der Schule. Ja. Wahrscheinlich waren die Netze eher für den Ball da, oder? Nee. Frage 7. Was besagt der sogenannte Bechdel-Test? B-E-C-H-D-E. Oh, das hatten wir letztens. Das ist doch der Test, wo festgestellt wird, inwiefern Frauen in den Filmen gut dargestellt sind. Ja, also ob die zum Beispiel Gespräche mit anderen Frauen haben oder zum Beispiel einfach nur von Männern herumkommandiert werden. Ja, genau. Ja. Habt ihr mal die Variante gesehen von der Herr der Ringe, wo mit allen Szenen, wo nur Frauen sich miteinander unterhalten? Ja. Das ist die eine Frau mit dem Kind und dann wart. Das ist gewesen. Also eine Frau wird gut dargestellt, wenn sie sich mit einer anderen Frau unterhalten darf, oder was? Das ist eine gute Darstellung einer Frau. Da gibt es noch mehrere Punkte. Aber einer davon ist das zum Beispiel. Ob Frauen nur dafür da sind in der Story, um die Männer zu unterstützen, oder ob die auch eigene Charaktere haben, die untereinander interagieren. Genau, das ist wichtig. Ja. Kennt ihr denn die Herr der Ringe-Variante, wo mit allen Dialogen zwischen Legolas und Frodo? Nein. Gibt's nicht. Doch. Und mein Bogen. Und mein Bogen. Und dann sind die auch ja eine Zeit lang auf Reise, aber unterhalten die sich auch nicht, weißt du? Doch, ich glaube, im Buch unterhalten die sich. Im Buch unterhalten die sich, ja, okay. Wir gehen zu Frage 8. Und das ist jetzt eine Multiple-Buzzer-Runde. Ihr dürft immer nur eine Antwort geben. Oh, die wird gewertet, ihr kriegt aber volle 4 Punkte. Nennt mir bitte etwas, das Kevin aus Kevin allein zu Hause tut, nach DJ. Nachdem was? Also einmal ist das da quasi so eine Falle, wo der die Tür aufmacht, dass quasi von dem Kleinen, der die Glatze abgefackelt wird. Der dann quasi brennt. Nein. Ah. Christian? Ich weiß, ich hätte vielleicht auch auf das nachwarten müssen, aber der haut Nägel in die Kellertreppe. Nein. Oh, wir müssen warten. Ich glaube, es geht eher darum, was der so tut an Aktivitäten, wenn die Eltern verschwinden und zum Beispiel schmeckt er sich gerade, also der versucht sich zu rasieren, der macht Rasierwasser ins Gesicht und macht dann das steht hier nicht, nein. Er bestellt sich eine Pizza. Ach Mann, das ist schwierig, das hier. Selbst schuld, wenn du sagst, du willst strenger sein. Er bestellt sich eine Pizza bei Pizza Boy. Das steht hier auch nicht, ne? Da bin ich sehr gespannt. Der geht einkaufen zum Beispiel unter anderem und kauft sich so ganz komische Sachen und dann guckt die Kassiererin den so an und dann sagt, da ist meine Mom. Das ist auch falsch. Dann sollte ich die Frage doch abwarten. Also nennt mir etwas, das Kevin aus Kevin allein zu Hause tut, nachdem er feststellt, dass seine Familie weg ist. Von dem Moment, als er es realisiert, bis zu dem Moment, als Harry und Ma versuchen, in das Haus einzubrechen. Aber das Rasieren tut er doch. Ja, Einkaufen macht er auch. Ja, das steht halt wahrscheinlich da nicht. Der springt auf dem Bett rum. Das steht hier, ja. Wow. Der isst Eis und zwar sehr viel. Das steht hier auch. Guckt Fernsehen. Genau. Brammen. Oh, okay. Ich würde sagen, der guckt doch nicht nur Fernsehen, der guckt doch ein Porno. Was? Porno? Nein. Der guckt doch deine Erwachsenenfilme, oder nicht? Also Porno guckt er doch, oder nicht? Nein, ich guckt kein so Porno. Ich mich jetzt zumindest nicht dran erinnern. Sind doch nicht so, weil er sagt, das sind so Filme, die darf ich eigentlich nie gucken, wenn Mama und Papa da sind. Also ich weiß nicht, ob dann Porno ist. Das glaube ich nicht. In so einer Produktion hat er sich da ein Porno reingezogen. Filme ab 16 oder so halt. Eine andere Antwort, da muss man ja schon strenger sein. Das lässt es so gelten, er schaut einen Film für Erwachsene. Ja. Das lässt er gelten wieder, aha. Der klettert auf dem Regal von dem Bruder und macht das kaputt. Weil er da irgendwie, was wollte der denn da rausholen? Ich weiß nicht, die Tarantel ist dadurch dann frei. Oder die Vogelspinne. Das ist, ja, also ich weiß die Szene, ich weiß, was du meinst, aber das steht hier nicht. Natürlich nicht. Hey, warte, mit dem Rasieren ja auch nicht. Wahrscheinlich war das dann an einem anderen Zeitpunkt.
Vielleicht waren die da schon am Plan, da einzubrechen. Aha. Singt der nicht, ja? Er fährt mit dem Schlitten die Treppe runter. Ja, das steht hier so. Christian? Der erschreckt sich vor seinem bösen Nachbarn. Das steht da nicht. Steht da nicht. Schade. Ich glaube, ich muss hier nicht mehr drücken. Ich will auch nicht mehr drücken. Ich überleg gerade, es gibt doch bestimmt noch was. Hallo. Ja, natürlich. Hallo, mal überlegen zwei, hier. Eins. Und ich schließe die Frage. Ich glaube, bei strenger Javis nur du gefickt. Ja, also ich weiß jetzt auch nicht. Das steht schon in meinem Buch, ja. Wie Lucy und Lalena das hier, also hier aufgeschrieben haben. Eventuell waren die Szenen dann wirklich an einem anderen Zeitpunkt des Films, wobei ich mir gerade selber da auch nicht so sicher bin. Ich glaube, das ist alles rigged, ey. Rasieren hat er auch safe vorher gemacht. Ja, das passiert doch nicht, während die da kommen. Hat er denn das Eis auch zu Hause gegessen? Weil der hat sich doch bei Kevin allein in New York hat er sich doch so viel Eis bestellt. Der hat sich das auch auf die Kreditkarte vom Vater, aber der hat sich nicht rasiert, der hat sich Aftershave drauf gemacht und daraufhin hat er geschrien. Ja, und rasiert, oder? Ich kann mich auch nicht ein bisschen erinnern, wo er so fake rasiert hat. Ja, genau, weil du schreist doch nicht nur von Aftershave. Das ist doch wegen dem Rasieren. Ja, aber vielleicht weil die Poren dann offen sind. Ja, vielleicht hat. Ja, okay, dann kann ich mich daran nicht mehr erinnern, dass er sich auch rasiert hat. Ich kenne nur die Szene, dass er danach schreit. Und dann gilt er sich doch so die Haare zurück. Ja, also keine Ahnung. Scheint dann eventuell eine Stelle vom Film gewesen zu sein. Ich kann nur das Kenntnis, was hier steht. Wir gehen zur Frage Nummer noch. Ja, jetzt muss ich wieder zurückgehen, Leute. Oh. Ja! Jetzt würden doch gerne auch die Zuschauer erfahren, komm, oder? Ne? Was da für rigged Sachen noch stehen. Also er durchwühlt zum Beispiel noch die Sachen seiner Familie. Und das ist wahrscheinlich nicht das, was Bram meinte. Er schaut sich ein Playboy-Magazin an, aber er schaut eben auch einen Film für Erwachsene und einen Zeichentrickfilm. Das ist das, was Peter meinte. Er schläft noch in einem Sessel. Wahnsinn. Das ist ja krass. Das ist die legendärste Szene aus dem Film. Wie kennt man den Rasieren ist scheißegal, ne? Junge. Ja, und ich glaube, den Rest habt ihr dann tatsächlich genannt. Er springt auf dem Bett rum, das habt ihr genannt. Er isst dabei sogar Popcorn. Aber, also, dass die Pizza nicht benannt wurde, ist auch eine Frechheit. Ich glaube, das ist alles hier mit rechten Dingen. Mm-mm. Wahrscheinlich, genau. Frage Nummer 9. Welcher Schauspieler hat die meisten Filmtode? Bram. John Bean. Nein. Nicht? Das ist ein Meme, aber... Ach krass, ich hätte auch gedacht, Sean Bean. Ich fand, Sean Bean ist eine gute Antwort erstmal. Jay. Wenn neben einem, der so alt ist wie Methusalem, das ist Christopher Lee. Das ist richtig. Boah, sehr gut, Alter. Ja, 70 Tode. Alter, okay, ich kenne nur zwei. Weißt du, wer war Christopher Lee? Weil das war Count Dooku. Saruman Count Dooku. Ja, okay. Frage. Also, wer gibt's auf? Nee. Die sind beide gestorben auch. Ja. Also offiziell, oder? Spoilern wir jetzt hier? Ich weiß nicht, ob die gestorben sind. Ja, ging um Pilztode. Spoilern wir jetzt hier oder gehen wir weiter, ne? Ja, ich meine, jetzt wollen wir Kevin allein zu Hause nicht mehr gucken. Letzte Frage aus der Kategorie Film und Fernsehen. Was spoilerten, guck mal, das passt ja, die Verantwortlichen der Serie How I Met Your Mother vor dem internationalen Release des Finales? Jay. Dass die Ische gelbe Stiefel trug und einen blauen Regenschirm. Ja. Die Mutti. Die Mutti. Ist doch die mit your mother. Die hat doch einen gelben Stiefel und einen blauen Regenschirm. Das ist doch der Spoiler. Das war nicht exakt so der krank, Spoiler. Ne? Ach so, natürlich. Peter. Ja, weil das war selbstverständlich ein gelber Regenschirm. Ach so, war eine blaue Stiefel und ein gelber Regenschirm oder was? Aber irgendwas so mit Regenschirm haben wir auch im Kopf. Das ist so krank. Ich weiß nicht, aber das haben die doch nicht gespoilert. Können wir die Frage das haben die doch nur angeteasert in der Serie, oder? Das ist ja kein Spoiler. Die Frage war, was spoilerten die Verantwortlichen der Serie How I Met Your Mother vor dem internationalen Release des Finales der 8. Staffel auf Facebook? Ah. Ach, dann haben die bestimmt gespoilert, dass die Mutter gestorben ist. Oder stirbt. Nee. Stirbt? Was spoilern die denn? War das denn aus Versehen oder absichtlich? Die haben gespoilert, dass Barney verheiratet ist. Nee. Gab es so eine Szene mit dem Ringanfänger, oder? Dass am Ende doch Ted und Robin zusammenkommen. Nein.
Echt? Komm, also am Ende Chad und Robin zusammen. Ja. Das, was Jay gesagt hat, das geht schon in eine gute Richtung, aber das ist nicht die ganze Wahrheit sozusagen. Nicht die ganze Wahrheit. Nee, ich verstehe das schon. Das ist, ich hole schon mal mein Buch wieder raus. Ne? Ja, lächerlich, ne? Lebenslanger Schicksalsschatz. Ihr könnt nicht immer sagen, dass das lächerlich ist, wenn ihr die Antwort noch nicht gehört habt. Ich habe das nicht gesagt, das hat er gesagt. Wieso denn immer? Ja, weil, ja, wieso denn immer? Ja, weil wir das immer macht. Ich weiß es doch 5, nicht. 5, 4, 3, 2, 1, ich schließe die Frage. Die gesamte Identität der Mutter wurde enthüllt. Nicht nur Teile davon, wie man es vielleicht in der Serie sieht, sondern die Identität der Mutter. Also wer das ist? Ja, scheinbar schon. Ja gut. Da wurde ein Foto gepostet. Ja, ja, gar nichts mit irgendwelchen Regenschirmen. Da haben übrigens eine neue Schauspielerin dabei. Ja, muss sie spielt, die Mutter. Ja, wirklich so. Setliste hier, die Mutter. Schade. Ja. So war das. Wir gehen zu Frage Nummer 11. Ach. Und zwar jetzt in die Kategorie Gaming. Zu welcher Spezies gehört Garrus Vac... Oh, sorry. Keine Garrus Ahnung. Garrus Vacarion wahrscheinlich. Ah, aus Furianer. Jo! Ja. Oh, stark. Richtig. Jetzt wurde gesagt, dass Peter, hätte ich gesagt, jo. Der Garrus. Aber da wäre ich nie drauf gekommen. Du hast Turi, ich habe Furianer verstanden. Ja, so okay, weil der so viel unterwegs war, weil der Tourist ist. Warte. Quasi in Turi. Ja. Riddick, genau. Ich dachte, wir sind erst bei Riddick. Oh mein Gott. Frage 12. Ja. Welcher war auch schon mal in Turin. Welcher bekannte Schauspieler spricht in der englischen Sprachausgabe von God of War und God of War Ragnarok den Protagonisten Kratos? Das ist ein bekannter Schauspieler. Ja, aus Stargate. Ja, der heißt Boy mit Nachnamen. Ich fand die Serie nie so geil, aber die hat so eine richtig kranke Fanbase und die finden alles total geil, aber ich weiß nicht, wie der heißt. Der ist der Colonel Jack O'Neill macht. Typ. Der hat so eine richtig ewig lange Dankesrede bei den ersten Game of oder bei das irgendeiner der, Game of Thrones. Yo, der ist das, okay. Das ist doch der bei Mandalorian jetzt gestorben ist. Also der Schauspieler. Der spielt bei Mandalorian? Nee, das ist nicht der Schauspieler. Ja, doch, hundertprozentig. Ich weiß nicht mehr, also Mandalorian kenne ich der mehr, auch, nicht so viel. Der jetzt vor kurzem gestorben ist, der Rocky, auch den Rocky-Gegner. Nein, nicht Carl Weathers, der hat bei Predator mitgespielt und so. Ja, der ist und das. Beim, der ist nein, das der ist halt nicht. 5, 4, 3, 2, 1. Ich schließe die Frage. Christopher Judge. Ja, Judge. Der ist nicht gestorben, der lebt noch. Der hat bei Sharknado 3 mitgespielt. Hab ich mich wohl vertan. Ja, Jay, du Baity-Bait. Da war die Lügenstimme wieder. Ja. Frage 13. Jeder kennt Nintendos Game Boy, aber wie hieß das nur 5 Monate später erschienene Konkurrenzprodukt von Atari? Atari? Atari hat ein Konkurrenzprodukt zum Game Boy gemacht. Boah, der gute Atari-Handheld. Christian. Game-Held. Nein. Der heißt bestimmt Hantari. Hantari? Hantaro gibt's doch noch, oder? War das nicht so ein Hamster? Ich wusste nicht mal, dass Atari überhaupt so ein Handheld gehabt hat. Da haben wir doch nicht auf dem Schirm gehabt. Bestimmt schon mal, die heißt Legendary Tamagotchi. Hand. Ende. Atari kenne ich immer nur mit Legendary mit Hand Zahlen. Ist meine Rechte. So Atari 6000 oder so. 5. Weil du mir Sachen ins Buch schreibst. 3. Wo ist mein scheiß Bartkamm? 3. Ich habe kürzlich gelesen, Peter, dass das gar kein Bartkamm ist, sondern ein ganz gewöhnlicher Kamm. Nein, das ist ein Bartkamm. Das ist von dem Bartpflegeset. Das ist doch zum Entfilzen. Bartkamm versus Kamm. Was ist denn der Unterschied? Das ist die Aufgabe eines Kamms, Jonathan. Das ist richtig. 5, 4, 3, 2, 1. Ich schließe die Frage. Atari Lynx. LYNX. Boah, das habe ich schon mal gehört. Da kommt bestimmt keine Frage mehr zu, oder? Ich will mir das Ding angucken. Kannst du gerne. Es sieht ein bisschen aus wie der Game Boy Advanced, den ich ja besaß. Advanced? Boah, der Bildschirm ist ja Mini-Winnie-Würstchenkette. Lilienkarl und die Annette. Aber der ist schon in Farbe, oder? Warum hast du eigentlich einen Bartkamm und keine Bartbürste? Okay. Weiß ich nicht. Okay. Hast du auch Bartöl? Weil eine Bürste zu grob ist. Benutzt du das auch? Ja. Okay. Ich nur wissen. Ja, das finde ich gut, dass du so Interesse an mir zeigst. Ja, ja. Das kriegt ja die Frisur nicht hin. Ja, genau, die habe ich nämlich in den Haaren, das Bartöl. Frage 14. In den Sümpfen von The Witcher 3 trifft man im Laufe der Story Imumen. Nein. Hansi. Nein. Hansi Flick?
trifft man Jinx. In den Sümpfen trifft man im Laufe der Story den kleinen Hansi bzw. Johnny. Welches Problem hat er? Peter. Er hat seine Stimme verloren. Ja. Oh, das passt ja 1:1. Er ist wie Ariel. Er ist wie Jonathan. Ist das belastend. Krass natürlich an Hansi den Namen ändern. Ja, natürlich. Er hatte ich überhaupt nicht mehr am Schirm. Ich weiß überhaupt nicht, wer das ist. Natürlich. Frage 15. PC 35 auf der rechten Seite. Dann weiß ich da alles. War Hauptstrang. Hier, wir machen daraus keine Schätzfrage. Ihr buzzert also bitte. Okay. Wie teuer war die erste Version der PlayStation 3-Konsole für Europa? Peter. 599 Euro. Das ist richtig. Genau. Ja, krass. Exakt getroffen. Zu teuer. Das war ein Problem für Sony. Frage 16. Kostet die nicht die PlayStation 5 auch so viel? Ja, ist trotzdem, ist ja die heutzutage nochmal was anderes. Oder? Und damals. Von Anfang an? War das eines der Hauptargumente, warum die Leute lieber eine Xbox 360 gekauft haben und in dem Konsolen-Cycle Microsoft aufgeholt hat, weil zu teuer. Okay. Frage 16. In World of Warcraft findet man wessen Blut bis heute noch im Thronsaal von Lord Daeron oder Jay? Vom König Manethil. Ja, genau. Heißt Lord Daeron. Heißt das Lord Daeron? Lord Daeron, ja, ja. Ist Lord Daeron und Han war auch da. Ich lese jetzt extra alle Namen falsch vor. Also alles wie bisher. Ja, genau. Frage 17. Ist eine Schätzfrage bitte ein. Ich lese das ja dann richtig vor. Schätzfrage bitte eintippen. Seit welchem Teil gibt es bei FIFA das ultimate Team? Also bei FIFA das Ultimate Team. Okay, gut, oh, Gott sei Dank hast du das nochmal gesagt. Ja. Ich habe erst gedacht, du meinst Fiverr. Also, das kenne ich gar nicht. Bei FIFA. Seit welchem Teil gibt es bei FIFA das Ultimate Team? Boah, was weiß denn ich seit... Also ja, hier ist es jetzt ja relevant. Moment. Entweder schreibt ihr mir den Spielnamen hin oder das Jahr, in dem dieses Spiel rauskam. Okay, aber, ich muss jetzt nicht antizipieren, welcher FIFA-Teil das ist, ja? Nö, also mir reicht auch, wenn du das Jahr hinschreibst, wann das quasi erschien, aber... Ja, habe ich hier, Walla. Okay, alle haben eingeloggt. So, wir fangen an mit Jay, denn der sagt im Jahr 2011... Dann Brammen und Christian sagen beide FIFA 2012. Nein, nicht 20, also das heißt FIFA 12. Oder FIFA 12, ja. Also ist das dann auch aus 2012 oder ist das aus, nee, das ist FIFA. Das müsste aus 2011 das sein, weil das kommt ja mal ein Jahr vorher, oder? Genau, also sagt ihr drei quasi das Gleiche. Ja, das ist schlecht. Peter sagt im Jahr 2014. Nee, das ist auf jeden Fall nicht richtig. Antwort, es war bei FIFA 2009. Das ist aus dem Jahr 2008, genau. Wow. Also alle kriegen Punkte, außer Peter. Ja, das finde ich fair. Wir gehen zur Frage 8. So früh, krass. Ja. Wie nennt sich der Kampfstil, mit dem Eddie aus der Tekken... Jay. Capoeira. Ja. Ja, genau. Komm. Tja, schade. Gehen zu Frage 19. Wieder eine Multiple-Buzzer-Runde. Bitte immer nur eine Antwort nennen. Aber H-Ball ist viel cooler. Nennt mir bitte ein das Spiel Judo. Des Jahres von den The Game Awards. Jay. Skyrim. Elder Scrolls Skyrim. Elder Scrolls 5 Skyrim. Ja, ja. Gab's die da schon? Das heißt wie Elder Scrolls. Ich rate einfach. Falsch. Jo, Elden Ring. Das ist richtig. Jay. Witcher 3. Ja. Wieso komme ich wieder nicht? Baldur's Gate 3. Ach Mann. Baldur's Gate 3 ist richtig. Jetzt weiß ich keins mehr. It Peter. Takes Two. Das ist auch richtig. It Takes Two? Ja, absolute Lächerlichkeit, dass das gewonnen hat. Was war denn da noch in dem Jahr, ist die Frage. Nicht viel. Das war dann auch das Corona-Jahr, dann könnte ich mir das sogar noch vorstellen. Was hat denn da noch gewonnen wohl? Was ist wohl... Aber Moment, Skyrim ist schon zu alt. Breath of the Wild. The Legend of Zelda, Breath of the Wild. Genau. Brammen. God of War. Das ist auch richtig. Jay. God of War Ragnarök. Das müsste Elden Ring sein. Das Jahr.
Ach, scheiße. Wie lange gibt's die denn schon? Wenn Skyrim war, bestimmt auch GTA 5. Skyrim war nicht. Achso, Skyrim war nicht. Das ist doof. Dann gibt's die doch noch nicht so lange. GTA 5 ist auch nicht dabei. Vergessen auf jeden Fall Sachen. Ja, das ist richtig viel. Ja, aber wie lange gibt's die denn schon? Wenn ich das so viel... fehlen euch drei. Drei noch? Ja. Oh, alter Vater, ey. Ja, das war ja noch so ein Mega-Banger. Bram. Last of Us. Oh, ist auch gut. Aber ist zu alt wahrscheinlich. Könnte sein, ja. Das ist schon fand ich trotzdem alt. Gut. The Last of Us ist falsch. Last okay. of Us 2 nämlich. Das ist richtig. Das hab ich mir in Peters Buch. Jay. Jay. Vor dem Kopf war das Ori and the Blind Forest? Das hat nicht oh, gefallen. Ja. Nee, nicht dabei. 5, 4, 3, 2, 1. Hat nicht gewonnen. Und dann schließe ich die Frage. Ich glaube, nicht genannt habt ihr Dragon Age Inquisition. Ah. Das verspielt es ja auch nie drauf gekommen. Dann Overwatch habt ihr auch nicht genannt. Mhm. Dann habt ihr, glaube ich, auch nicht genannt Sekiro Shadows Die Twice. Nee. Also das waren nicht so gute Jahre dann, oder? Naja, die guten Spiele haben wir alle genannt. Ja, erstmal und der Rest triggert. Habt ihr, glaube ich, alle genannt. Also die ja. sind ja nicht schlecht, aber dass das ein Spiel des Jahres ist, Overwatch halt schon... Overwatch-CD fand ich schon eigentlich gar nicht so scheiße. Das glaube ich auch gut ja, abgegangen. Das heißt ja, das, du hast ja nicht nur, ist entweder scheiße oder Spiel des Jahres. Ja, aber kommt Dragon Age und It Takes Two. It's Game of the Year. Ja, Overwatch sehe ich auch nicht also, als Game of the Year. Lieber It Takes Two als Overwatch, Alter. Also, aber ja, aber It Takes Two steht auf einer Stelle mit Baldur's Gate 3. Ja, Overwatch auch. Und ja, oder Overwatch, ja, whatever. Also, ich sag ja, ich fand The Way Out auch noch viel besser als The Text. Das sind doch trotzdem keine schlechten Spiele, aber das sind halt nur für ja, mich keine Spiele. Ja, natürlich sind alles keine wenn, schlechten Spiele. Wenn in dem ja auch nichts rauskommt, ne? Also ich habe von allen diesen Spielen nur It Takes Two gespielt und ich musste fast weinen bei dem Elefanten. So. Oh. Frage Spoiler. 20. Was für ein Elefant? Das ist kein Spoiler. Frage 20 ist die letzte Frage in dieser Kategorie und jetzt, ach, jetzt wird's wieder interessant. Aus welcher Spielreihe stammen Charaktere wie Anna Grimsdottir, oh, das kenne ich. Vyacheslav Grinko, Kong Fairong und Irving Lambert? Irving Lambert? Also ich kenne Lambert, das ist The Witcher, deswegen sage ich jetzt The Witcher. Nein. Das ist Lambert's Broad, oder? The Witcher 3. Nein. Hey, Spieleserie war doch die Frage. Ach so, scheiße. Spielereihe, ja, genau. Hier kann... Irving Lambert. Bram. Dishonored. Nein. The Elder Scrolls. Nein. Okay, Andi, kannst du die Namen bitte nochmal vornehmen? Oh, so ein... Anna... Danke, Bram. GTA. Nein. Da musst du Anna mal vorlesen. Anna Grimsdottir, wach... Vyacheslav, oh mein Gott, ey, wie kann man so einen Namen haben? Vyacheslav Grinko, Kong Fairong und Irving Lambert. Was sind das für Scheißnamen, Alter? Ah, das ist Red Dead. Nein, die heißen da sowas wie Arthur Morgan. Ja, und Lambus Brot. 5, 4, 3, 2, 1 und ich schließe die Frage, es wäre Splinter Cell gewesen. Hm. Ha. Das ist schon lange her. Ja, echt nie drauf gekommen. Wieso? Wir gehen in die nächste Kategorie, es ist Literatur. Und ja, ich bin kurz auf Klo. Ja, einfach Kafka sagen jetzt immer. Irgendwann wirst du treffen. Ja, Thomas, Frage. Frage 21. Michael Ende. Und ich will es jetzt genau hören. Ja, ja Klo, besser, noch besser. Kafka ne? ist. Achso, nee, Jay ist doch da. Ja, weil ich eh nicht klicken werde. Wie lautet der Titel von Mikkel Robrans Erstlings... Hidden Worlds. Das ist falsch. Nee. Ah, ja, aber den genauen Titel auch noch. Christian. Pete's Me total verzockt. Nein. Brammen. Ich glaube, das ist Viggo, A Pete's Meat Story. Ja, exakt. Ach, genau, nicht nur Viggo, sondern A Pete's Meat Story ist noch hinten dran. Das war Mikkels Erstlingswerk. Ich glaube, total verzockt war. Der hat das Universum auch nie fortgeführt, möchte ich ja mal sagen, ne? Das prangere ich an. Das stimmt. Ihr müsst euch andere Sachen ausdenken, damit er darüber was schreiben kann. Wir haben 27.000 Videos, wir müssen uns da ausdenken. Stimmt. Frage 22. Er kann ja The Legacy of Viggo machen, der Pete's Meat Story.
im Märchen. Der Wolf und die sieben jungen Geißlein lädt die Mutter der Geißlein etwas in den Bauch des Wolfes. Verkauf. Rammen. Ja, Steine. Ja, genau. Was? Scheinbar ja. Ja, da gibt es Steine im Bauch. Steine rein, okay. Ich wusste gar nicht, dass es die sieben jungen Geißlein heißt. Ich dachte, das heißt einfach nur die sieben. Ich dachte gerade auch an Rotkäppchen erst mit den Steinen im Bauch. Aber ich mal. Frage 23. Wie heißt die Figur aus der Nibelungensage, welche den Helden Siegfried... Christian. Scheiße, ich dachte Siegfried. Oh, keine Ahnung. Ach, Roy. 5, 4, 3, 2, 1 und... Ich kenne nur noch die Lorelei. Nein. Was ist denn die ganze Frage? Kannst wie heißt die Figur aus der Nibelungensage, welche den Helden Siegfried tötet? Ach, ist das genauso wie im... Spoiler! Wie im, warte. Der heißt nur Drache. Nein. Nee, ist das denn genauso wie in dem Original aus dem Nordischen? Oh, warte mal, wie war das denn noch? Das liegt mir auf der Zunge. Ja, die Drachengeschichte ist doch dann, dass der... Der... Ist das nicht Deathwing? Ist das eigentlich mal verfilmt worden? Stimmt. Ja, von Siegfried und Roy. Nee, Siegfried, das ist doch hier mit dem... Ist das nicht von dem Schauspieler von Hausmeister Krause verfilmt? Was? Ja, aber selbst wenn schon, ja. Das war Ballermann 6, Peter. Nee, das war irgendwas. Christian. Fafnir? Nein. Andi, das musst du googeln gleich. Ja, ich mach's mal nebenbei. Wie heißt der nochmal? Hab ich auch vergessen. Nee. Ich glaube, der Film heißt auch nur Siegfried. Das ist eine richtig schlechte deutsche Komödie. Ja! Lol. Was recht? Ja, sag ich doch. Ja, Tom Gerhardt. Wie ist der Böse? Tom Gerhardt, so heißt der, genau. Ja. Janine Kunze spielt noch mit mir ja böse. Natürlich. Otto Walkes und Atze Schröder, klar. Oh Gott. Wie heißt denn Atze Schröder wirklich, ist die Frage. Das weiß ich, aber das darf ich, glaube ich, nicht sagen. Du hast Echtzeit. Das darf doch nur die Wikipedia nicht sagen, oder? Moment, du darfst das nicht sagen? Also wenn ich jetzt Hubertus sagen würde, dann wäre das, also wenn ich das jetzt weiter vervollständigen würde, wäre so das. So hieß damals bestimmt einer der Kirchenleute. Hubertus? Ist das nicht das, was immer der Dingens verteilt hier? Hubertus. Also Volker Bütz spielt in dem Film diese Person und ich zähle jetzt runter. 5, 4, 3, 2, 1. Ich schließe es. Hagen von Tronje. Aber Hagen hätte mir auch gereicht. Natürlich. Okay, das hätte ich nicht. Das bereitet mir Unbehagen. Ja. Besser zur Frage 24. Was eine Unterhaltungsbranche, ey, die Nibelungssaga. Das ist Literatur. Ich bin gespannt jetzt. Ja. Welche Kafka Autorin? Welche Autorin? Oh Gott, Sarit. Christian. Astrid Lindgren. Nee, die andere. Nein. Agathe Christie. Nein. J.K. Rowling. Nein. Welche Autorin und Streamerin? Oh. Okay, was? Astrid Lindgren. Jo, Leute, schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Streamerin? Aber wer ist denn Autorin und Streamerin? Welche Autorin und Streamerin schrieb die Fantasy-Romanreihe Talus? Keine Ahnung, ich kenne nur Lisa Grimm. Die ja, mit ach, die wird das auch sagen. Lisa Grimm. Ja, keine Ahnung. Die macht das bei so Eriks Horde unten die Spielleiterin. Das ist so eine kleine Werbeveranstaltung. Ich habe eine Frage. Ja. Wieso ist die Unterhaltungsbranche in anderen Branchen, da ging es um die ganze Welt und jetzt geht es einfach nur um Mickels Freunde? Aber die kennt ihr, weil das stimmt nämlich, die Pen & Paper-Reihe mit Gronkh, da ist sie die Spielleiterin. Ja, aber dann kennen wir die, oder? Natürlich. Natürlich kenne ich die, schon zehnmal also gehört heute. Autor Grüße gehen raus. Genau, Peter und ich, wir geben uns da die Hand. Und ja. Ja. Viele ich will einfach, guck mal, in welche Ecke werde ich jetzt einfach gedrückt? Ich habe mich gar nicht dazu geäußert. Ich glaube, ich habe sie noch nie getroffen. Also kenne ich sie nicht. Okay. Frage 25. In welchen Städten finden die zwei größten Buchmessen in Deutschland statt? Bitte beide. Ach Mann. Ja, das ist Frankfurt am Main und Leipzig. Yes, genau. Welches Leipzig? Die zweitgrößte. Da müsste schon genau sein. Ich muss ja nur beide Städte, nicht die Reihenfolge. Frage 26. Wie lautet der Titel des weltbekannten Erstlingswerks von Autorin Mary Shelley? Oder Shelley? Wollt ihr mich verarschen? Christian. Frankenstein. Ja, genau. Ach, okay. Echt?
Genau, also der Kurztitel ist Frankenstein und der lange ist Frankenstein oder der moderne Prometheus. Ich finde, nur das hätte zählen dürfen. Hey, Frankenstein ist auch richtig. Frage 27. Jetzt kommt Kafka erst. Okay, jetzt wow. Gleich. Warte mal. Wow, Kafka S. Tom Gerhard. Also, jetzt muss ich hier wirklich. Was ist das denn hier? Jetzt musst du wirklich den Moderationsjob machen und vorlesen. Nein, ich muss jetzt hier eine Seite öffnen, weil das hier nicht drin steht. Das ist ja frech gemacht hier von euch, Lucy und Lena. Nennt mir bitte. Eines der 10 Werke von. Oder ein. Ja. Nennt mir bitte ein Werk von Johann Wolfgang von Goethe. Ich glaube, so ist es gemeint. Christian. Faust, Teil 1. Kurz, Sekunde. Aber ja. Faust, Teil 2. Hey, ist Multiple Choice? Ist es doch gar nicht. Ach so, okay. Ach so, nur eins. Okay, weil du gesagt hast 10. Ja, eines der 10. Okay. Es ist Multiple Buzzer, obwohl es da nicht mit dabei steht. Was hast du jetzt gesagt? Faust 2. Okay, also Faust Teil 2. Okay. GG. Ja. Der hat er doch nicht gemacht, oder? Der hat auch die Faust Returns. Was müssen wir denn sonst mal lesen? Faust Revolution. Ja, auf Faust Revolution. Von wem war denn nochmal? Effi Briest. Nee. Ja, ich hab keine Ahnung. Ich will einfach versuchen, irgendwas abzustauben, Mann. Tut mir leid. So stauben, Mann. Außerdem muss Andi immer super nervig suchen. Das heißt, ja, das ist wirklich nervig gerade. Von wem war denn nochmal die Leiden des jungen Werther? Oh. Von daher, Werther ist echte. Ja. Moment. Was, wie fertig? Ja. Sehr gut. Peter, muss ja aufschreiben, schnell. Ich bin nur ein Punkt hinter dir, ja, auch ich keine Ahnung habe, was Goethe gemacht hat. Aber ich leider auch. Außer Faust, damit kann ich nicht durch. Gelesen? Ja. Werte haben wir auch gelesen. Ich bin ein Detektiv, habe ich noch gelesen. Ja, irgendwann. Bei einem, der in England wohnt, in London, glaube ich, auf der Baker Street. Weißt du, was wir noch gelesen haben? 5, das ist 4, Faustlitzter Teil. 3, 2, 1 und ich schließe es. Was ihr noch kennen könntet, ist Iphigenie. Ach ja, Tauris. Iphigenie auf Tauris. Oh genau. Gott, ja, noch nie gehört. Oder natürlich. War ein Banger. Von 1775 Hans Wursts Hochzeit. Was ihr noch kennen könnt, ist auch von Goethe. Ja. Dann muss ich mir durchlesen. Ich glaube, da haben wir schon mal Witze drüber gemacht. Ja, aber ich glaube, so von dem, was man mal so in der Schule gehört hat, war das alles, ja. Iphigenie auf Bord. Weiß ich, wie sich Peter mit Flaggen fühlt, wenn Literatur kommt, ey. Ja, und wie sich Peter mit Literatur fühlt. Du hast deutsche Leistung gehabt, du musst das wissen. Nix. Musst du schon mehr wissen. Wir gehen zu Frage 28. Schreibt gerade Peters Deutschlehrer in sein Buch. Ja, warum sollte man das mehr wissen? Welcher Streamer und Podcaster schrieb den Fantasy-Roman Der Tod des Peters? Ihr habt so früh, glaube ich, gedrückt. Mikkel Obran. Das ist falsch. Jay. Julian Laschewski. Ja, Der Tod des Dämonenkönigs. Weiß man doch, Alter. Also, dass ihr eure Mitarbeiter da nicht kennt. Mann. Aber 50-50. Ach so. Wir gehen zu Frage 29 aktuell. Okay, Winke wird noch aus dem Klonskreis. Peter und Traum gleich viele Punkte. Jay knapp hinten. Andi, hast du ein Buch geschrieben, von dem wir nichts wissen? Das ist ja auch, so meine eine Liebe Ebene. Also Mikkel, Julian, ich habe leider den Namen von der Dame Lisa. Von Erik. Ja, die sind ja auch quasi auf einer Stufe mit Johann Wolfgang von Goethe. Das haben die als Fragen mit eingebaut, damit wir eine Chance haben, Literaturfragen auch zu beantworten. Glaube, man kann ja auch was anderes. Dummerweise habe ich die meisten Punkte mit Goethe gemacht. Und weil ich finde, die Bibel zum Beispiel. Ja, du bist ausgenommen. Ich meine, die drei Dullis. Ja, oder, keine Ahnung, Harry Potter, Herr der Ringe, das ist doch auch Literatur. Fantasy-Romane. Die Zwerge, was weiß ich, was es gibt. DSA, kein Plan. Nee, das ist keine Literatur. Nee. Ich bin zu Frage 29, eine Schätzfrage bitte eintippen. Wie viele Deutsche lesen täglich ein Buch? 3. Täglich ein Buch? Moment, also ich denke, ein Tag ein Buch, krass. Ich denke, es ist nicht gemeint ein Buch, sondern täglich lesen die etwas wie, also ein Buch, aber nicht komplett. So. Ach so, ja, I see. Irgendein keine Buch? Keine Ahnung, ey. Also wenn ich mir die Bedienungsanleitung von meinem Thermomix durchlese. Das ist ja kein Buch, das ist ja ein Heftchen.
Ja, okay, aber alleine, wie viele Schüler gibt es? Ich gehöre nicht zu den Personen. Liest du dir das Buch vom Thermomix durch? Es gibt tatsächlich ein Thermomix-Rezeptebuch, was irgendwie dabei kommt. Weil ich gucke immer bei Thermonille. Da sollte man dann reingucken. Ja, oder wenn du zum Beispiel, Thermonille guckst, dann glaube ich dir. Wenn wir schon bei Werbung sind. Guck immer nach Nille, Andi. Wenn wir schon bei so einer Werbeveranstaltung hier sind, ich lese natürlich auch viel aus dem Pizmeet Kochbuch, wenn ich mir die Rezepte beim Kochen angucke. Genau. Willst du jetzt eine prozentuale Zahl oder eine absolute? Ich will eine absolute Zahl. Und der Stand ist 2023, also ich sag mal aktuell. Das ist wahrscheinlich eine Umfrage gewesen. Also ist das ein bisschen den Leuten überlassen. Ah, das heißt, damit du nicht als dumm rüberkommst, sagen mehr Leute. Wenn mehr Leute ja gesagt haben, das ist richtig. Deswegen machen wir nochmal hier einen mehr. So. Sieht nach einer guten Zahl aus. Was ist als Deutscher eigentlich definiert? Wir sind das Land der Dichter und Denker. Also ich hoffe, da werden viele Leute mal ein Buch lesen. Alle haben eingeloggt. Ja, ist egal. Die geringste Schätzung kommt die schöne Zahl von Brammen. 4.569.420 Menschen, sagt er. Dann gehen wir zu Jay, 25 Millionen. Christian sagt 33 Millionen. Und Peter sagt 43,2 Millionen. Jeder Zweite? Ja, easy Snack, Alter. Kein schlechter Schnitt. Also, das ist eine gute Spanne, die ich jetzt habe. Das ist gut. Die richtige Antwort ist, sind 8,08 Millionen Menschen. Das ist Menschen. Ja lächerlich. Ja, nicht so viel. Und ja, du hast ja auch Kinder und so. Ne? Ja, aber die gehen in die Schule, da lesen die Bücher. Ja. Deswegen bin ich auch von 3,5 noch auf 4,5 Millionen hoch. Ja, tatsächlich hätte ich auch eher mehr geschafft. Guckst ja auch mal in dein Mathebuch rein. Ich bin 10% der Deutschen immer noch richtig viel. Eigentlich schon, wenn wir uns den Schnitt hier gerade vor der Kamera angucken. Ich also weiß jetzt nicht, wie hoch der ist. Null. Nee, Christian ist der Einzige. Ja. Ich lese ganz gerne Bücher. Aber jeden Tag? Aktuell schon, ja. Okay, dann fragen wir dich in 3 Monaten nochmal. Das klingt ja so, als würde das regelmäßig sich ändern. Ja, wenn das Buch fertig ist, dann habe ich auch mal so 3 Tage, wo ich kein Buch lese. Ja, guck, damit fällt es schon raus. Frage 30. Die letzte in der Literaturkategorie. Also könnt ihr euch danach entspannen. Professor Moriarty ist der Sherlock Holmes. Ja. Nee. Das ist falsch. Oh, komm, ey, jetzt finde ich jetzt. Genau, das ist der Gegenspieler, habe ich von Sherlock Holmes geschrieben, von Arthur Conan Doyle. Ja, das ist nicht gesucht. Professor Moriarty ist der Gegenspieler der Romanfigur Sherlock Holmes. Wie heißt er mit Vornamen? Wer? Der Professor. Montgomery. Nein. Montgomery Moriarty, was ist das für ein Scheißname? Doktor, oder? Ja, das ist wie der Hausmeister. Aus, Bindestrich Meister. Ist ja nicht Montgomery, das ist Montgomery Moriarty. Er wird immer die haben immer ganz geile Schauspieler, zumindest in den Serien und Filmen, die den besetzen, finde ich. Moment mal, war das in der Sherlock-Serie mit Cumberbatch nicht so ein crazy Dude? Ja. Das fand ich gar nicht so gut besetzt. Fandest du nicht? Echt? Ich fand den Typen. Okay, also gegen Ende fand ich es scheiße. Aber ja gut, die ganze Serie wurde gegen Ende ja scheiße. Ja, das stimmt. Ja, Jesus, weiß ich oder? Stefan. Ja, 3, 2, 1. Dann schließe ich es eigentlich ganz einfach. James. Ach, das ist belastend. James. Ja, gut, ich trotzdem nicht drauf gekommen. Als Montgomery. Stimmt. Wir gehen zu Frage 31 und damit in die Kategorie super. Musik. Warum haben wir eigentlich keine Sportkategorie? James. Das ist viel unterhaltender als Literatur. Das ist keine Musik Unterhaltung. Zusammen, ja sicher. Nein, Sport wäre dann Fernsehen. Also ich sag dir jetzt schon, dass mehr Leute Sport gucken. Wieso das denn? Du kannst doch zum Sport auch hingehen. Lesen. Wir gehen jetzt in die Musik. Aha. Da bin ich das gespannt, ob was ihr da ist. Das frage ich alle. Taylor Swift. Let's go. Das wird schon wild. Ich bin gespannt, ob die irgendwas Mäßiges hat bei Super Bowl. Welche US-amerikanische. Ach, das ist Taylor Swift. Taylor Swift. Okay. Das ist falsch. Okay, Rihanna. Nein. Okay, dann. Die ist nicht US-amerikanisch. Katy Perry. Nein. Welche US-amerikanische Band gilt als das Pendant der Beatles und wurde mit Hits. Christian. Dann sind das. Die Rolling Stones. Nein. Ja. Wurde mit Hits wie Barbara Ann und Good Vibrations bekannt. Da, 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 ba, ba, ba.
Mhm. Ba, 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 kann ich nochmal drücken und Taylor Swift sagen? Ja, kannst vielleicht du. Ist jetzt richtig. Ja. Kennt man die? Nee. Also die Good Vibrations, ja. So den Song kennst du, ja. Ich glaube schon, dass du den kennst, aber... Aber die Band, keine Ahnung. Ich hab den ersten Titel kenne ich auch leider nicht. Okay, ich nehme Wham. Nein. Pet Shop Boys. Was, die Headshot Boys? Nice. Also, 5, 4. Go West. 5, 4. YMCA hier, so, oder? Meine erste CD übrigens von den Pet Shop Boys. Wer hat denn YMCA gemacht? Die sind das doch, oder? 3, 2, 1 und ich schließe es. Es wären The Beach Boys. Ach, Beach Boys! Mann, ja. Irgendwann mit Boys, so eine Scheiße. Ja. Beach Boys. Die haben nicht YMCA gemacht. Beach Boys. Hätte YMCA gemacht. Ja, wissen wir alle nicht. Mann. Doch, das ist nur wieder Jack. So ein fällt mir nicht ein. Ich weiß es, aber ich sag's euch nicht. Sage ich euch nach der Kategorie. Frage 32. Die Tochter welches bekannten Musikers war sowohl mit Michael Jackson. Nein. Scheiße, Katy Perry. Nein. Nee. Jetzt. Elvis Presley. Ja, genau. Ja, so hieß sie. Ja. Musiker ist ja gut. Ja, aber man kennt sie ja eigentlich aus Qualitätsfilmen wie Die Nackte Kanone oder Die Nackte Kanone 2. Nein. Die Frage wäre gewesen, die Tochter welches bekannten Musikers war sowohl mit Michael Jackson als auch mit Nicolas Cage verheiratet? Warte mal, war da die Frau sogar? Keine Ahnung, Alter. Das war doch die Frau. Das war ja nicht Jackson Tochter. War verheiratet? Ja. Ja, mit seiner Welt, also hier, ne, nicht La La Land, sondern... Neverland Ranch. Ja, die Neverland was? Ranch. Aua. Welt. Hat jemand von euch Saltburn gesehen? Nein. War das halt, nee, ist das ein Film? Netflix. Ja. So. Nee. Sehr viral gegangen, soll crazy sein. Der ist sehr crazy, aber sonst hätte ich jetzt die Grabszene einfach als Referenz genommen von Michael Jackson zu der Liebe zu Neverland Ranch. Aber leider versteht das keiner. Doch, die Zuschauer, die sind gebildet. Da, wo der Typ da quasi vor dem Grabstein steht und so dieses Peace-Zeichen macht. Ja, dieses Victory-Zeichen macht. Kommt das aus Saltburn? Ja, ich hab das. Okay. Aktuell ist Jay ein Punkt hinter Peter und Peter ist ein Punkt hinter Bram. Also ist aktuell sehr spannend. Wir gehen zur Frage 33. Welche Band, man muss die Leute immer abholen und das immer die Spannung aufbauen. Welche Band musste die Grammys zum ersten... Sorry, nochmal. Welche Band musste die Grammys zum ersten und bisher einzigen Mal zurückgeben? Nicht gewonnen. Bram. Rammstein. Nein. Milli Vanilli. Oder? Ja. Ach, clever. Ja. Was? Ja, weil die doch gefaked haben. Wer? Warum? Was? Ja, okay. Milli Vanilli, da ist ja jetzt noch Film sogar draußen mit Schweighöfer und... Was haben die denn gemacht? Nicht wen. Der spielt Frank Farian, glaube ich. Ja, die haben so getan, als würden da Leute singen, die gar nicht singen. Mhm. Ah. Genau. Und wie haben die Musik da gemacht? Jemand anders. Studio. Jemand anders hat die produziert und eingesungen und auf der Stage haben die einfach nur Playback gemacht. Genau. Und das ist bei den Grammys Voraussetzung, dass du live singst? Ja, die haben halt gelogen und betrogen. Ja. Aber die Songs schreibt doch kaum ein Künstler. Ja, aber da singt auch selber. Jemand anders die ein und der tut auf der Bühne so, als würde er singen, aber der singt gar nicht wirklich. Also die aber haben das schon so verkauft. Dann ist wie Freddy Quinn, hat der nie einen Grammy gewonnen. Warum nicht eigentlich? Gute Frage. Frage 34. Das ist eine Schätzfrage, ihr dürft bitte eintippen. Wie viele Mitglieder hatte die Band The Kelly Family im Laufe der Zeit insgesamt? Und es zählen nur Familienmitglieder, also Leute, die als Gast dabei waren, sind nicht mitgezählt. Darf ich kurz, wie viele Einwohner hat das Saarland? Ja, genau, das wollte ich auch machen. Darf ich kurz googeln, wie viele Einwohner das Saarland hat? Oh Mann, ey. Oh, da wäre genau. Ja, Alter, was weiß denn ich? Die Kelly Family, die ficken doch alle untereinander. Haben die mittlerweile schon 4 Beine und 6 Arme oder sowas? Hallo. Ja, moin. Ja, nee, aber die haben ja wirklich jemand, da war ja der Opa und dann noch die 8 Kinder von dem und die haben wieder Kinder gekriegt. Nee, die Kindeskinder sind auch nicht mit dabei. Doch, klar. Oh, die mussten bestimmt auch mitmachen. Ja, im Remake jetzt. Remake. Ja, die haben doch eine neue Album rausgebracht mit alten Liedern, wo jetzt halt die neuen dann halt singen, weil die alten schon mittlerweile gestorben sind wieder. Ja! Das sind einfach. Ja, gut, also es hat eine Familie über 3 Generationen. 10 Generationen, ja, gefühlt. Aber 10? Ja, locker. Nein. Also alle dann passt das schon. Die haben doch die irische Nationalhymne gemacht, oder?
Man heißt halt Circle We Are. Weiß ich nicht. Circle of Life oder so, was ich glaube. Human Brand. Centipede, ja. Du sagst 14. Ja, Jay sagt 28, Christian sagt 32 und Peter sagt 53. Was ist falsch mit euch? Als wenn 53 Kelle. Ich meine, ich hab 26 Onkel und Tanten und ich frage mich gerade, wie das funktionieren soll. Aber wenn deine Onkel und Tanten ein Kind kriegen, dann hast du schon wieder viel mehr. Die Eltern haben 8 Kinder. Jedes der Kinder hat 8 Kinder. Und davon bumsen die Kinder jetzt dann mit den anderen Kindern. Dann hast du dann nochmal. Ja, aber die haben doch auch nicht alle mitgemacht. Mal 8 ist 64, das heißt, du bist ungefähr bei 526. Ja, aber davon gab's doch. Davon gab es doch bestimmt auch welche, die hatten keinen Bock, oder nicht? Doch, die wurden alle gezwungen. Ich glaube, die Frage stellt sich da nicht. Richtig, die wurden alle gezwungen. Du heißt Kelly Family mit Nachnamen. Sonst werden die vom Hausboot geworfen. Richtig. In den Fluss. Du gehst so wie, die Planke. Du wirst halt rausgeschmissen und dann wirst du vielleicht so berühmt wie Joey Kelly, der dann halt zu Seven vs. Wild muss. Boah, der Arme, der darf ja gar nicht mehr mitsingen. 43. 50. Kennt ihr, welche Kellys kennt ihr denn? Joey, Kelly, Angelo, Joey, Kelly. Malte? Und die beiden Eltern hätte ich jetzt gesagt. Ja, ich fand 40 schon viel, Alter, und der nächste dann 28. Aber gab's, also hieß nicht jemand so ähnlich? Maite. Ja. Nicht Maite? Ja, Maite Kelly. Maite von der Seite. Bei DSDS in der Jury war da sehr sympathisch. Oh, Peter, Angelo Kelly, ne, hat ja. Angel gesungen. War das mit Silvana, Sarafina, Jeremy Pascal, Sarah Jane, Lavinia, Kalanta, Estefania, Loredana. Oh, dann gab es noch Paddy Kelly. Ja. Barbie Kelly gab es auch. Wenn du die alle aufzählst, kommt das wahrscheinlich nicht auf 53. Jetzt kommt oder? Leider Posh Spice und. Joey Kelly heißt eigentlich Joseph. Lucy dann gab's Jimmy Kelly. Ja, Maria, aber die haben ja nicht alle mitgemacht, 25. Oder? Ja, doch. Maria Patricia Kelly. Dann gab es noch Daniel. 29. Barbara Ann. 30. Danny. Caroline. 31, 32. Katie oder Kathy, 32. Dann gab es nochmal eine Patricia. Also, 32 guck mal, das ist interessant, weil es gab eine Patricia und dann gab es noch Maria Patricia. Da mussten sie unterscheiden, damit man die unterscheiden kann. Ja, wenn man halt so viele Namen hat, dann weiß man immer keine neuen mehr. Weil die halt alle gleich aussehen. Alter, dann gab es noch John, Michael und Paul. Das sind insgesamt 15 und da ist Bram mit 14 am nächsten was? Dran. Ja. Oh mein Gott. Hast du nicht gerade 30 Namen vorgelesen? Ich weiß nicht, ob der Name nicht mitgezählt. So eine Scheiße. Ja, die haben aber, wir waren doch bei 31 schon oder so. Also ich nehme die Punkte gerne. Christian hat uns reingelegt. Aber. Ja, und das auch. Ich habe gedanklich aber komplett abgeschaltet. Frage 35. Welcher Musiker hat die meisten Nummer 1 Hits? Christian. Welcher Musiker? Oh scheiße, ich hätte jetzt in so weit Phil Collins. Nein. Brand. Elvis Presley. Nein. Ja. Michael Jackson. Oh, die Frage hatten wir doch schon so oft. Bescooter. Freddie Quinn. Nein. Nee, dann wären die Amigos. Welcher Musiker hat die meisten Nummer 1 Hits in den deutschen Charts platzieren können? Herbert Grönemeyer. Nein. Platzieren können. Ja, also Nummer 1. Matthias Reim. Christian. Die Amigos. Nein. Moment, Platz 1 hattest du gesagt, ne? Oder die meisten Nummer 1 Hits. Okay. Genau. Der Musiker mit den meisten. Das hatten wir doch schon denn, mal. Wie heißen die denn so? Darf ich mal kurz mal. Steht auch mit Platzieren produzieren? Jay. Dieter Bohlen? Nein. Christian? Crow. Nein. Hatten wir das nicht mal in Ordnungshüter? Ja. Das sind 22 Nummer 1 wieder die Hälfte nicht von. Das ist eine Menge. Das ist eine Menge. Wie hieß denn nochmal der andere? LP, oder? Nee, ich esse gerade das Kabel von meinem Kopf. Achso, auch schön. Peter isst während der Aufnahme direkt wieder auf. Ein Kabel, das wird anderes. Ist völlig egal, was du isst. Ja, weißt du, in Wirklichkeit ist das eine Lakritz-Schnecke oder so. Wie heißt denn nochmal hier der, wie heißt denn nochmal der Rap-Junge? Bushido. Bushido. Nein, der singt doch auf Deutsch. Und Apache 207. Nein. 25, das wäre krass, wenn der. Achso, der ist aber jetzt 25. Nähern wir uns an. Nein, wie heißt der? Nein, pass auf, der singt doch auf. Der Sven mag den, glaube ich, auch ganz gerne. Sven mag den ganz gerne. Wie heißt der denn noch? Grüßer Marsch. Der hat, glaube ich, ein Lied jetzt gemacht mit Fred Durst. Das kenne ich, Fred aber ich Durst? Weiß nicht, wie der Typ heißt. Mit Fred Durst, das war Alligator. Ja, nee. Den meine ich.
Ist aber nicht gesucht. Guter Bait, Chris. Good job. Tut mir leid. Also ich hätte, wäre mir der Name eingefallen, hätte ich gedrückt. Ich hab doch eben gesagt, jetzt sind wir nah dran. Ja. Ja, Sido. Oder ein Roper, wie wir jetzt wissen. Aber was gibt's denn noch für Roper? Grover und Roper. Ihr seid so ein Boomer, Alter. Christian. Moneyboy. Nein. 4, 3, 2, 1, dann schließe ich das. Es ist Capital Bra. Ach der. Erfolgreichste Musiker in der deutschen Geschichte. Ich könnte nicht mal ein Lied dazu sagen. Ich kann ja auch leider nichts sagen. Ihr kennt Capital Bra nicht? Nein. Doch, ich mir sagt das was. Der hat ja auch den Tee gemacht oder so. Ich könnte dir nicht ein Lied davon nennen. Der hat den Tee gemacht? Was denn für ein Tee? Der stellt sich da immer hin und streckt die Arme nach links und rechts aus. Ich finde das Tee. Ach mein Gott, zum Trinken. Oh mein Gott. Aber ich könnte wirklich nicht ein Lied davon nennen. Oh, ich liebe alles so. Hat er auch so Grills im Nein. in der Fresse, ja. Achso. Nein. Ey, da wie Jey Uso. Lied? Frage 36. Der heißt Jey Uso. Achso, der Wrestler. Ja, ah, den kenne ich natürlich. Der hat auch Grills in der Fraser. Für welches Musical wurden Christian? Ja. Cats. Nein. Wurden 2010 mittels einer Castingshow im TV die Hauptdarsteller gesucht. What? Was? Ein Musical. Gar nicht mitbekommen, okay, Alter. Das ist bestimmt in Köln gelaufen, oder? Sowas läuft immer. Dumme Ideen laufen immer in Köln. Okay. Also wo könnte denn. Ja, weil Phantom der Oper war ja zum Beispiel in Hamburg. Was ist denn noch in Köln gelaufen? Naja, alles läuft halt irgendwann da, ne? Phantom der Oper? Ja. Oder in Hamburg. Starlight Express ist doch auch. Oder Limmi ist auch. Ja, genau, aber die sind ja fest. Also ja, aber. Ja, genau. Starlight Express. Nein. Frag mich, ob das von Stage Entertainment ist oder nicht. Meinst du, das ist Neues gewesen, was dann rauskam? Nicht so eine neue Besetzung. Du kannst natürlich auch jeden Disney-Film jetzt nennen, wenn du willst. Da sind halt die größten Musicals. Schade. Ich war bisher nur in einem Musical, deswegen kann ich dir das nicht sagen. Echt? Und zwar in welchem? Phantom der Oper. Aha. Ja, aber das ist halt nicht. Phantom der Oper braucht nicht zu. Nächste Woche wieder in einem. Echt? Welches? Kudamm 56. Hab ich noch nie gehört. Bei mir auch ist das nicht der Straßenstrich von Berlin? Ne? Das ist unter anderem der Straßenstrich von Berlin, ja. Ja, guck mal, das weiß ich. Deswegen. Klingt nicht schlecht. 5, 4, 3, 2, 1 und dann schließe ich es. Es wäre Tarzan gewesen. Natürlich. Was? Am Ende ist es ist ja doch in Dingens. Hier ist das Alexander Klaas. Ja. Und wie heißt der? Der macht doch da mit. Ja. Tarzan. Aber der war auch in der Castingshow dann nochmal drin. Das vielleicht, ja. Vielleicht haben die ja nur bestimmte Rollen gesucht. Boah, und nicht alle. Boah, nee, Tarzan nicht, sondern nur die Tänzer im Hintergrund. Ja, aber ja, ganz vielleicht haben die ja wirklich die zweite Rolle oder so gesucht. Der Hauptdarsteller interessiert nicht, ey. Wir gehen zu Frage 37. Da, ey, ich habe gerade eine Frage geschrieben. Wo? Hier in mein Feld für die Zuschauer. Ich habe gehofft, dass er trotzdem angezeigt wird. Wie soll ich die denn dann sehen? Nee, einfach, das war so ein. Vielleicht bist du da ganz kurz eingeblendet worden. So ein kleiner Joke am Rande nochmal. Ich wollte Peters Buch nicht noch voller machen. Okay. Frage 37. Welche Taktart wird für Musikstücke, Christian? Bestimmt der Dreiviertel. Nein. Dann Vierviertel. Ja. Am häufigsten verwendet. Viervierteltakt. Geil, ich bin bald bei 100. Warum haben wir nicht einfach ein Ganzes genannt? Weil du so nicht zählen kannst. Eins. Zwei. Ja. Eins. Ja, wenn du jetzt noch hörst, Bram, dass es auch 7/8-Takt gibt und sowas, dann. Ja. Ich komme gleich wieder. Okay, dann schreib es nochmal hin. Kannst dir den Takt nochmal gucken? Okay, dann gehe ich kurz schiffen, ich muss nämlich schon seit einer Viertelstunde auf Hardcore schiffen. Kannst du meine Frage beantworten, Bram, mit ja oder nein? Bram, ja oder nein? Entschuldigung, Schill, was ist deine Frage? Ja oder nein? Nein. Okay. Lügt wieder. Das glaube ich auch, ey. Aber weißt du, Andi, wusste eigentlich, wenn er gestorben ist, dann ändert er seinen Namen, dann heißt er so. Bin wieder da. Oh Gott, oh, oh,
das ist ja ein Premium. Oh, das ist, hoffentlich wird das irgendwie mit reingeschnitten. Also. Oh, schön. Ich klatsche nochmal kurz. Ja. Also, während hier Leute auf Klo waren und bei der Tür, hat sich Bram herzlich amüsiert. Oh. Mit sich selbst. Oh, ey, du hast mitgelacht, ja? Ja, ich hab mitgelacht. Ja. Wir gehen jetzt zu Frage 38. Ihr seid sehr nah beieinander mit den Punkten. Also, es wird noch spannend hier. Am Ende, wir haben ja noch eine andere Kategorie, aber jetzt erstmal gehen wir wieder zu Musik und einer Multiple-Buzzer-Frage. Boah, das ist mal krass. Nein. Songs. Ich freue mich. Nennt mir bitte, am besten hört ihr euch die Frage erst komplett an. Gesundheit. Oh. Nennt mir bitte die 10 erfolgreichsten Musiker bzw. Musikerinnen in Deutschland anhand der verkauften Tonträger laut BV. Feiern wir mal mit Herbert Grönemeyer. Ja. Nena. Lass mich kurz hier durchgucken. Das ist falsch. Helene Fischer. Oh, nicht schlecht. Helene Fischer ist auch nicht mit dabei. Krass. Alter, das gibt's doch wieder nicht. Dieter Bohlen ist auch nicht mit dabei. Kapital Bra. Fuck. Das wäre vielleicht smart, ne? Fuck! Ist auch nicht mit dabei. Okay, gut, dass ich nicht durchgekommen bin. Rolf Zukowski. Nicht schlecht. Rolf Zukowski ist Nummer 5. Richtig. Was? Christian. Die Amigos. Die haben mehrfach Platin. Aber er redet ja vom Musiker. Da müsste jetzt Karl-Heinz Uwe sagen. Also, Ulrich. Nee, keiner, wie der heißt. Bernd Ulrich und Karl-Heinz Ulrich. Es ist tatsächlich so, ich sag's nur noch mal hier nochmal dazu, das ist falsch, aber Musikerin und Musiker heißt nicht unbedingt, dass es Einzelpersonen sind, wie zum Beispiel Herbert Grönemeyer oder Wolfskowski. Es können auch theoretisch Bands sein. Aber es müssen deutsche Bands sein, ne? Aber die haben doch wirklich mehrfach Platin gekriegt. In Deutschland. Ja. In Deutschland. Dann sage ich noch Madonna. Madonna ist auf Platz 10, richtig. Eminem. Eminem ist nicht mit dabei. Was? Okay, Rihanna. Rihanna ist auch nicht mit dabei. Nein! Lass mich doch mal da durchkommen. Christian. Ja, stimmt, den gibt's ja auch noch. Also ich mag deinen Einsatz, aber das ist leider... Michael Jackson ist nicht dabei. Nee, ist leider komm, nicht mit dabei. Ja, Tay-Tay! Was hast du gerade gesagt? Temtem? Tay-Tay habe ich gesagt. Taylor Swift. Nee, glaube ich nicht. Taylor Swift ist auch nicht mit dabei. Alter, was? Die Beatles. Die Beatles sind auch nicht mit dabei. Ich hatte nie erwartet, dass das ist so eine rigged Liste, ey. Rammstein. Sind auch nicht mit dabei. Die Rolling Stones. Die Rolling Stones, lass mich das einmal nochmal durchgucken, sind auch nicht mit dabei. Drammen. Elton. Was ist denn Elton? Achso, Elton John. Elton John. Achso, ich dachte, ja, Elton. Ich dachte, du meinst Elton. Stefan Raab. So hol mir mal eine Flasche Bier. Ist falsch. Warte, hol mir mal eine Flasche. Das war doch, Modern Talking. Ja, von Raab. Modern Talking ist auch nicht mit dabei. Ah, jetzt nicht mal. ABBA. ABBA ist auf Platz 7, ja. Christian. Phil Collins. Auch Phil Collins ist auf Platz 4 und krass dabei. Geil. Elvis. Ja. Elvis ist nicht... War eigentlich jetzt Hihi dabei? Nein, Hihi war nicht dabei. Hihi war nicht dabei. Nee, hat das alle gesagt. Oh, wir haben hier, wie heißt der nochmal hier? David Hasselhoff. Ja, den haben wir auch noch. Der hat bestimmt haben wir die 1 getroffen? Nee, haben wir noch nicht, ne? Erstmal Bram. Ida. Was? Ida Bohlen. Ja, gab's ja auch nicht schon 5-mal. Nee, ist nicht mehr dabei. Die 1 habt ihr getroffen. Okay. Lady Gaga. Lady Gaga ist auch nicht mit dabei. Herbert Grönemeyer ist Nummer 1. 18,2 Millionen verkauft. Alter, krass. Das Einheiten. Oh, gibt's noch einen Deutschen? Christian. Wie ist da denn so die Ärzte? Was? Die Ärzte sind nicht mit dabei. Ist so krank. Ah, aber wenn du es schon so fragst, sind die Toten Hosen vielleicht mit dabei. Auf Platz 6, genau. Ja, die sind ja auch die cooleren. Hier, noch ein paar Deutsche. Also die 2 habt ihr noch nicht genannt, die 3 noch nicht. Der Kleine mit der Warze. Peter Maffay. Der ist auf 2. Ja. Krass. Was? Bei. Oh. Christian. Der hat da super auch viele so Songs ganz, für Kinder also, gemacht. Der hat auf jeden Fall seine Zeit. John Bon Jovi. Ja. Nee. Wie heißt doch mal der Dude, Mickey der die Ninja Turtles gesungen hat? Ja. Eine Deutsche hat natürlich noch vergessen. Die Scorpions. Nein. Dann kenne ich natürlich noch 40 Jahre die Flippers.
Nein, leider nicht. Ach komm. Also die 3 habt ihr noch nicht, die 8 und die 9. Alle anderen, ich dachte wenigstens, die 9 wären hier. Wie hieß denn nochmal der, der die ganzen Intro-Songs gemacht hat? Für so Kinderserien und so weiter. Die Turtles und so weiter. War das Trollspiel? Ist das jetzt ein Bait? Nee. Wenn du mir den sagst, sag ich den. Ja, ich sag den Troll. Frank Zander. Ja! Nee. Schade, den hätte ich. Der ist wahrscheinlich immer not even close. Ich hätte den halt genannt. Was ist denn hier so wie, was ist denn mit Mozart? Ach, hatten wir eigentlich schon Udo Jürgens? Den noch nicht. Der ist nicht dabei? Der ist nicht dabei, nee. Ich sag mal so, Platz 3, 8 und 9. Gerade 8 und 9 ist das. Freddy Quinn. Nein. Okay. Die 3 kennt auch jeder wirklich, aber die 8 und die 9 sind halt. Das Schmutz. Ist sowas, was ihr noch nicht genannt habt, was aber euch eigentlich hätte auch einfallen können bis jetzt. Bei der 3 verstehe ich das. Christian. Scooter. Nein. Yo. HP Baxter. Geh jetzt runter. 5, 4, 3, 2, 1 und dann schließen wir die Frage. Modern Talking. Auf Platz 9 ist Queen mit 12,7 Millionen. Kann man? Oh, hoch. Ich hab Playstick einfach gedrückt. Hätte man nennen können. Ja. Ja. Etwas mehr müssen. Haben auf Platz 8 AC/DC. Stimmt. Oh, krass, dass die so viel. Oh, nice. Und der dritte Platz, also mehr als Phil Collins, Wolf Zukowski. Wolf Zukowski ist halt schon geil mit Phil Collins. Mehr als Queen hat in Deutschland verkauft Ed Sheeran. Ach, krass. Ja. Da wäre ich nicht drauf gekommen. Dritterfolgreichster. Ja. Ja, stimmt. Er kennt man natürlich offensichtlich. Wir gehen zu Frage 39. Nennt mir bitte ein Streichinstrument aus. Dann nehme ich natürlich das Cello. Ja, richtig. Außer Geige, wolltest du sagen, oder? Ist das Multiple? Wir hatten ja eben schon Multiple und das wusste Jay nicht, deswegen gebe ich den Buzzer jetzt nur frei, wird nicht negativ angerechnet. Aber ich wollte wolltest außer Geige nennen, sagen, oder? Außer Geige bzw. Violine. Genau, du hast Cello genannt. Oh, Violine wolltest du auch noch ausschließen? Boah, krass. Richtig. Na gut, und wir gehen zu Frage 40, letzte Frage der Kategorie Musik. Welcher Musiker stellte Weltrekorde, wie zum Beispiel die meisten in 90 Sekunden aus der Luft gefangenen Brandpfeile oder die längste Barfußstrecke auf Christian? Ich hab keine Ahnung, Freddy Quinn. Nein, der arme Freddy, Alter. Die hat doch nichts geleistet, bist du. Da war noch keine richtige Antwort. Ja, ich dachte, das wäre halt einmal so die, für die Jungs die richtige Antwort. Was weiß ich denn, wer die meisten Brandpfeile... Oder den Weltrekord, die längste Barfußstrecke auf heißen Herdplatten. Den hat er auch. Ja, dann, ich denke hier an einen, ich hoffe, der hat reicht, dass du das eindeutig zuordnen kannst, der Hauptsänger von der Bloodhound Gang. Oh. Ah, nee. H.P. Baxter. Nein. Hey, suchen wir einen Deutschen, ich hab die Frage wieder vergessen. Sind das wirklich Rekorde oder sind das einfach Songtitel oder Sachen, die in Songs vorkommen? Nee, das sind Weltrekorde, die diese Person auch aufgestellt hat. Ich kann mir auch vorstellen, in welchem Rahmen das war. Was war das nochmal? Auf heißen Platten gelaufen? Ja, die längste Barfußstrecke auf heißen Herdplatten oder die meisten in 90 Sekunden aus der Luft gefangenen Brandpfeile. Bestimmt bei Wetten, das, ne? Wie erfolgreich ist denn der Musiker? Kann das auch Bruce Lee gewesen sein, der einfach ein Lied gemacht hat? Ich glaube, das war Hansi Hirte, oder wie der heißt. Der Mann mit der Mundharmonika. Michael Hirte hieß er. Michael. Also Hansi Hirte. Also das ist, ich sag mal so, das ist eine Person, die man mittlerweile vielleicht jetzt nicht mehr unbedingt für seine herausragende Musik kennt, sondern für eben... Politik Scholz. Joey Kelly. Nee. Okay. Joey Kelly jetzt auch. Ich kann euch, um ehrlich zu sein, nicht ein Lied von dieser Person nennen, wenn ich so drüber nachdenke. Aber es ist ein Musiker. Ja, wow, ich bin auch ein Musiker nach der Argumentation. Wie hieß denn? Scheiße. Gunther Gabriel. Nein. Auf seinem Hausboot oder was? Ja. War der schon im Dschungelcamp? Ey, das ist ein Riesentipp für Jay. Das ist tatsächlich, ich glaube, diese Person ist zu teuer fürs Dschungelcamp. Das kann sich RTL nicht leisten. Stefan Raab. Also Dieter Bohlen, der hat nämlich gesagt, er geht für 15 Millionen ins Dschungelcamp. Würde er gehen. Echt? Ja, hat er gesagt. Das ist die Hälfte der Produktionskosten. Also das ist, ja, aber Dieter Bohlen im Dschungelcamp wäre schon witzig. Dann kriegen sie irgendwie noch Verona mit da rein.
Oh, das ist geil. Einfach die ganzen Ex-Frauen. Nadel nochmal. Oh. Ja. Und hier, wie ist die Brigitte Nielsen? Ist doch nicht die Ex-Frau, die ist von Sylvester Stallone. Der war doch nicht mit so einer Atombusen. Der war mit so einer Atombusenfrau noch zusammen. Und zwischen Nadel und Verona. Und dann machst du die Frau noch da rein, die sowieso mal durch die ganzen Sendungen hopst und auch immer rattenscharf ist und säuft. Also vielleicht hieß sie nicht Brigitte Nielsen, das sag ich ja gar nicht. Aber Frau irgendwie. Brammen. 5, 4, 3, hallo, 2, 1. Und ich schließe die Frage, es ist Florian Silbereisen. Hä, wie hat denn der so aufgestellt? Ja, wahrscheinlich in seiner hier 100.000 Lichter der Volksmusik oder sowas. Das hat er da, hat er da so Sendungen in der ARD. Und da läuft er über Herdplatten? Ja, da machen die irgendwelche lustigen Gags und dann kommt wieder irgendein Vollplayback. Das ist halt so. Hätte ich noch Andrea Kiebel nur noch vorstellen. Ah, etwa doch Brigitte Nielsen. Ernsthaft? Oh, nice, der war zusammen mit Brigitte Nielsen. Hatte Dieter Bohlen ein Verhältnis mit Brigitte Nielsen? Die Ehe hielt nur 2 Jahre. Auch mit Dieter Bohlen soll Nielsen in der Zeit die Affäre gehabt haben. Ich wusste, dass da irgendwas. Nee. Das war nämlich in dem Film von Dieter, ist das nämlich, gab es die Anspielung dazu. Ach. Oh. Okay. Wusste ich nicht. Das wusste ich nicht. Wir gehen zu Frage 41, damit zur letzten Kategorie. Es geht jetzt um Streamer, Streamerinnen und Leute so auf YouTube, glaube ich, auch noch. Und wir starten mit der ersten Frage. Jay. Amurant. Das ist falsch. Komm, du bist doch am meisten von uns nicht auf Twitch unterwegs, Jay. Ja, schön, aber es kommt auch YouTube. Boah. Genau, YouTube und Twitch. Welcher Unterhaltungskünstler, PewDiePie, nein, war Gast in der ersten Folge Henno unterwegs von Hand of Blood? Ah, ja. Henno. Kannst du die ganze Frage nochmal stellen? Welcher Unterhaltungskünstler war Gast? Peter. Kurt Krömer. Nein. Scheiße. Henno unterwegs? Ja, Helge Schneider. Ja, Helge richtig. Schneider, genau. Genau. Ja. Dankeschön, Peter. Das ist eigentlich dein Punkt gewesen. Nee. Du hast mich auf das Format gebracht. Klar. Frage 42. Welches Video hat mit Stand April 2023... Despacito. Nein. Mit Stand April 2023 die meisten Dislikes auf YouTube? Christian. Der Rewind mit Will Smith. Ja, genau. Boah, nice, Alter. Genau. Exakt. 20 Millionen Dislikes. Nice. Also, es hätte noch Bab Bab vom Baby sein können. Ja, aber ich glaube, dafür reicht es dann leider auch nicht. Frage 43. Welches Video hat denn die höchsten Aufrufzahlen auf YouTube? Despacito. Nein. Der Stand ist übrigens relativ aktuell, 17. Januar 2024. Du guckst ja die ganze Zeit Twitch. Irgendein Musikvideo, oder? Ja, nehme ich auch mal an. Wahrscheinlich. Ich sag mal von Tay-Tay. wir können ja auch Swiftie nennen, wie du magst. Aber Swiftie sind doch die Fans. Bist doch dann du, richtig. Ja. Guckst dir deswegen auch die Super Bowl an? Nein, nur die Halbzeitshow. Da ist Taylor aber gar nicht da. Natürlich ist die da. Ja, aber die performt ja nicht. 13,9 Milliarden Aufrufe hat welches Video? 5, 4, 3, 2, 1. Dann schließt sich es. Es ist der Baby Shark Dance. Kleiner Hai. Den hatten wir schon mal. Keine Ahnung. Kennt ihr. Letztens noch irgendwo hat das irgendwer gesungen, weil ich einkaufen war. War so ein kleines Kind. Kleiner Hai. Naja. Frage 44. Wie oft war Sturmwaffel bisher bei Pete's Meet? Zweimal. Was hast du gesagt? 2 wie DOS. Okay, das ist falsch. Würde ich sagen, da es so schwer zu verstehen ist, 3 mal. Das ist auch falsch. Weißt du, warum fragst du denn dann? Ja, dann sage ich 4 mal. Das ist auch falsch. Ja, dann, er war nur einmal dabei. Ach Mann. Falsch. Was? Wie? Okay, 5 mal. Das ist auch falsch. Okay. Bra. Ja, bitte. Ja, Moment, dann drücke ich einfach nochmal 6 mal. Das ist falsch. Wie oft war Sturmwaffel? 7 mal. Falsch. Wie oft, Christian? Gar nicht. Das ist auch falsch. Wie oft war Sturmwaffel bisher bei Pete's Meet Koch zu Gast? Nennt mir bitte außerdem ein Gericht. Peter. 2 mal und Lasagne. Das ist falsch. Jay. 3 mal und Lasagne. Hallo? Das ist. Oh, da war ich dann nicht bei. 3 mal und Lasagne. Spaghetti Bolognese. Nee, die haben wir doch nicht gemacht. Das haben wir einfach vergessen. Okay, ich weiß es nicht. Nee, das ist falsch.
Was hat der mit Sturmi gemacht, ey? Okay, also ist das 3 die richtige Antwort? Ja, das glaube ich nicht. Einmal haben wir das vergessen. Da haben wir gesagt, wir machen das mit Sturmi zusammen. Da haben wir, glaube ich, auch das Gericht gemacht, aber haben das vergessen, ihm zu sagen. Was haben wir denn mit dem gekocht? So eine Scheiße. Einmal die Messernummer auf jeden Fall, wo wir die vorgestellt haben und... Das war Mackie Messer, da erinnere ich mich dran. Oh, was haben wir da? Hatten wir das schon? 2-mal und Lasagne. Das habe ich schon gesagt. Ah, okay. Ich bin gerade ein bisschen irritiert, warum ihr Lasagne sagt. Ja, weiß ich auch nicht. Ich habe nie Lasagne mit dem gemacht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe nur wegen Lasagne habe ich an Bolognese dann gedacht. Ja, dann muss ich das auch falsch werfen. Ne? Ja, wenn das halt die Antwort ist, solltest du dann falsch werfen. Ich bin ja auch verwirrt. Haben wir mit dem Lasagne gemacht? Nein. Also ich nicht. Also hier steht was haben wir denn mit dem gemacht? Okay. Der hat, pass auf, der hat auch das gemacht, wo er meinte, wenn sich gleich seiner beschwert, dass das zu trocken ist, dann schicke ich euch meine Mutter zu Hause zum Foto machen oder so. Oder okay, also aber mit Teig, ja? Nee. Was haben wir denn da gemacht? Das könnte noch zu trocken werden. Da gibt es so viele Sachen, die zu trocken werden könnten, um das davon abzuhalten. Ja, wir haben so viele Pizzis kocht gemacht, keine Ahnung. 5, 4, 3, 2, 1 und dann schließe ich es. Also, hier, es war exakt, scheiße, jetzt wüsste ich es. Es war 3-mal. Der Maika King. Maika King? Ja, Peter und ich haben mal den Curry Maika King mit dem gemacht. Achso, ja, aber das war nicht mit, im Rahmen mit Schaf von drauf. Ach ja, stimmt, genau, da erinnere ich mich. Aber das war ja nicht Beatsmeat Koch, das war ja in seinem Truck. Ihr habt gemacht 3-mal, also habt ihr gekocht mit ihm, und zwar einmal Sauerbraten. Das, boah. Dann habt ihr gefüllten Blumenkohl gemacht. Ach ja, das und war das. Wahrscheinlich, das habt ihr mit Lasagne im Kopf, süße Nudeln. Okay. Kann ich mich an alles nicht erinnern. Das kenne ich. Ich habe mit dem Blumenkohl, das war jetzt nicht der außenrum, gepasst, sondern der gefüllte. Ja, der war scheiße. Genau, das war. Das Frage, haben wir ihm aber gesagt, ne, muss man sagen. Das war unser Rezept. Also, das war ja nicht Freddys Rezept. Nee. Okay. Frage 45. Das ist jetzt der Stand 24. Januar 2024. Also, das ist eine Schätzfrage, bitte eintippen. Emily CC ist die Streamerin mit dem Rekord für den längsten Sabaton der Welt. Wie lange ist sie bereits live in Tagen? Mit dem Stand 24. Januar 2024. Sabbat die da immer? Tage willst du haben? Ja. Okay. Rams. Gut, alle haben eingeloggt. Die geringste Schätzung kommt von Jay, 189 Tage. Dann gehen wir zu Peter, 410. Christian sagt 543 und Brammen sagt 1420 Tage. Und mit dem Stand 24. Januar ist sie 807 Tage live. Holy shit, Alter. Ja. Und die von der gehört. Ist Brammen am nächsten dran. Ja, Brammen. Was ist denn, wenn es gesubbt wird? Geht dann um einen Tag verlängert, oder Christian. Was? Ah, okay, wenn ich halt gescampt, ist okay. Christian ist am nächsten dran. Wie hieß die nochmal? Emily CC, alles zusammengeschrieben mit Y hinten. Also Emily. Die ist gerade live. Ach so, okay. Welch Wunder. Wir gehen zu Frage 46. Aktuell Christian einen Punkt nur hinter Jay und Bramme mit 151 Punkten. Die ist jetzt noch 304 Stunden live zum Zeitpunkt des Videos. Holy shit. Was veranstalteten die Jungs von Dr. Freud am 16. Blut für die Welt. Das ist falsch. Am 16. Bramme. Alle Neune. Nein. Am 16. Juni 2022 auf Twitch. Was also die da veranstaltet Jahr, haben? Sondern vorletztes Jahr. Bram. Nix, starten die frei. Nee. Nice. Yay, yeah, haben noch, wie heißt, ich weiß nicht, wie das heißt, Skill Challenges oder sowas. Nee. Ja, keine Ahnung. Das war damals, sagen wir mal, in, was sie da gemacht haben. Ich weiß gar nicht, Jay. Ja, ihre zum ersten Mal da ihre React-Show. Nee. Oh. Die Oscars haben wir geguckt. Nee. Das war in. Was gab es denn für Phasen bei Stream, was in ist? Hier klingelt gerade wieder hinten. Backen. So, und habt ihr schon? Nee, wir haben unterbrochen. Ich habe auf dich gewartet. Okay. Okay, Bram ist wieder da. Jay hat gebuzzert. Jay, Copy and Taste. Das ist falsch. Peter. Wir haben Geld gesammelt, um die Brüste von Luna Peruna zu sponsern oder dafür was mitzumachen. Oh, nicht schlecht. Nein.
Also es ist was, was damals in war, ein bisschen... Ist Luna Peruna nicht eine Streamerin? Was zu rufen? Ist ein bisschen verrufen. Ach, verrufen? Gewesen. Und ich bin mir gar nicht gerade... Ich bin da gerade... Jay. Sellout Stream. Nein. Brammen? Wir haben ASMR Stream gemacht. Nein. Ich weiß nicht, ob es... Ich glaube, es ist weiterhin in Ordnung auf Twitch. Aber damals Jay. Dann haben die hier ihr Hot Tub. Ja, haben die auch genau, gemacht. Die haben einen Hot Tub-Stream gemacht. Richtig. Frage 47. Am 29. Dezember 2022 sollte ein großes Streamer-Event auf Twitch stattfinden, das allerdings abgesagt werden musste. Peter. Weil Stefan Raab da eine Unterlassung an Trimax geschickt hat. Ja, aber das ist nicht die Frage. Eisfußball. Ja, das ist die Frage. Antwort. Worum Schade. Sollte es bei diesem Event gehen? Und Eisfußball und das wurde abgesagt, weil Stefan Raab da was gegen hatte. Ja, das beides wollte ich hören. Oh, das ist belastend. Und wieso konnte es nicht stattfinden? Genau. Frage 48. Und noch drei Fragen. Jay und Peter haben Punktgleichstand. Christian ganz knapp dahinter. Brammen mit 159 Punkten auch noch. Die Multiple-Buzzer-Runde ist die wichtige. In das machen wir als Buzzer-Frage. In welchem Jahr ging Twitch online, Jay? 2009. Falsch, Brammen. 2012. Auch falsch. 2013. Auch falsch. 2011. Ja. Scheiße. Das ist richtig. Noch zwei Fragen. Frage 49. Buzzer-Frage, ganz normal. Unter welchem Namen sind die YouTuber Ian, oh Gott, Hecox wahrscheinlich, und Anthony Padilla bekannt? Penn and Teller. Nein. Sag nochmal. Nee, Teller heißt Teller. Keine Unter welchem Ahnung. Namen sind die YouTuber Ian Hecox und Anthony Padilla bekannt? Also Ian und Anthony. YouTube-Kanal mit zwei Leuten. Mhm. Smosh. Boobot Guys. Smosh. Das ist richtig. Was für ein Ding? Smosh? Smosh, also vorne das mit S. Smosh. Das ist ja unfassbar belastend. Ich hab nie gehört. Echt? Nee. Smosh ist einer der bekanntesten YouTube-Kanäle ever, ja. Weil die haben sich... Die waren auch lange der Größte. Ich arbeite zwar auf YouTube, aber ich gucke das nicht. Ich glaube, die haben sich eine Woche nach Gründung von YouTube, haben die schon in den Kanal erstellt, waren lange Zeit der meist abonnierte Kanal der Welt. Die einzigen Videos, die ich auf YouTube gucke, sind die Reacts. Halt wirklich. Wir gehen zur letzten Frage. Frage 50 ist eine Multiple-Buzzer-Frage. Deswegen wird das jetzt interessant, weil ich irgendwann euch einen zählen muss, ne? Nennt mir bitte die ersten oder eines der ersten 10 Games, die ihr auf dem Kanal... Terraria. Terraria ist richtig, ja. Minecraft. Minecraft ist falsch. EVE Online. EVE Online ist richtig. Wie kann er nur durchkommen? Ich weiß nicht, wie unfassbar. Ich bin geil, hasse oder? Diese Sachen. Das ist echt jedes Mal zum Kotzen. Super Mario. Weiß es nicht. Super Mario ist falsch. Ich gebe den Buzzer wieder frei in 3, 2, 1, jetzt. Ja, wir buzzern sowieso für die Wahnsinnigen. Ja, die ganze Zeit. Call of Duty Modern Warfare 2. Das ist richtig. The Witcher 2. Das ist auch richtig. Portal 2. Das ist auch richtig. Jetzt brauche ich nicht mehr buzzern. Half-Life 1. Ja, ist auch richtig. Sechs Bastion. Das Bastion. Ist nicht richtig. Ich muss euch, ich muss mich leider korrigieren. Jay, du hattest Minecraft gesagt. Das ist richtig, ne? Weiß ja, ich das habe ich falsch gewertet. Bin ich eine Frechheit. Das ist aber korrekt. Deswegen kriegen die anderen diesen Punkt wieder abgezogen und du kriegst die 4 Punkte dazu. Ja, auch besser so. 7 habt ihr jetzt genannt. Okay. Fehlen noch 3. Können wir die ganze Frage jetzt noch hören? Ja. Nenne die ersten 10 Games, die auf dem Kanal PietSmiet als Let's Play erschienen sind. Let's Tests nicht mitgezählt. Ja, was sind die längsten Reihen, die wir jemals hatten? Christian. God of War.
Ist nicht mit dabei. War mein erstes. Ja, und Bastion war Brams erstes. Nee, Bastion hast du gespielt. Hab ich gespielt? Oh. Ja, mein erstes war Orcs Must Die. Orcs Must Die. Ist auch nicht mit dabei. Debate. Jay. FIFA. Ist auch nicht mit dabei. Weiß nicht, du hättest wahrscheinlich gefragt, wenn du FIFA welchen Teil hattest. Naja, ich habe erstmal versucht, meine Grenzen auszuloten. Alles gut, FIFA ist nicht mehr dabei. Dann werde ich euch jetzt einzählen. 5, 4, 3, 2, 1 und dann schließe ich die Frage. Ich nenne euch die kurz einmal. Es war EVE Online, Half-Life, Galactica Online. Das ist mir nicht eingefallen. Portal 2, The Witcher 2, Portal. Terraria, Modern Warfare 2. Was so ein fickes Galactica. Da habe ich irgendwie 3 oder 4 Folgen mal zugemacht, maximal. Galactica. Worms Armageddon. Ach, krass. Und Lara Croft and the Guardian of Light. Also, wenn Galactica Online einen Tipp, wer kommt als allererstes? Dein Video, Pete. Nice. Geil. Und Christian, das sind dann unsere Koop-Let's Plays mit Portal 2 und Lara Croft, oder? Lara Croft? Nee, Lara Croft habe ich nie gespielt. Das war nicht mit dir als Koop? Das war Tomb Raider. Ah, das war Jay. Ah, okay. Aber schön, dass du das wieder vergisst. Ja, was wir aber nicht vergessen, ist, dass die Folge jetzt hier rum ist. War eine sehr lange Folge. Und Peter, du gewinnst mit 175 Punkten. Ja, die letzte Frage war sehr vorteilhaft für mich, muss ich wirklich sagen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Knapp vor Jay mit 172. Wir nennen die Kategorie YouTube und Twitch und machen dazu 2 Fragen. Bei 169 bei Bramen und Christian hat 156. Ihr wart dann doch am Ende ganz gut, muss ich sagen. Die Multiple-Buzzer-Runden haben euch natürlich da gut reingebuttert. Vielen, vielen Dank an Lucy und Lalena fürs Vorbereiten dieser Frage. Vielen Dank an euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.